Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Heute zocken wir Budget Cuts 2. So sieht's aus. Ich hatte die Chance, auf der Gamescom 2019 in Köln dieses Spiel schon mal vorab zu testen für euch. Und ich kann euch schon eins sagen, ich bin oft gestorben. Das Spiel ist halt so ein Schleichspiel. Wir haben so eine Art Portal Gun, da können wir uns rumteleportieren und müssen böse Roboter möglichst leise und unbemerkt killen. Sehr, sehr abgefahren. Ich bin der Voodoo, bei mir gibt es alles zum Thema Virtual und Augmented Reality. Also abonniert mich, drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Danke an meine Sponsoren Woodgust VR, Obermann Events, Peter Wassmeier, Cyronix, Anita Felser und VR Ambassador. Viel Spaß mit dem Spiel und los geht's! Voodoo.de. How was it? Oh yeah. Okay, so far, so good. I have arranged for Robert to meet us close to our objective. He can get us into the offices on the top floor of the post office, if he's in a good mood. I hope he's in a good mood. Hold this touchpad to open your inventory, and then use your other hand to drop the item. Read. You can drop like the arrows and the key part, you can put them in the inventory. Ah, right. This one, how does that work? The same way that you change tools, like tiny little button above. Here? Yeah. And then? Oh! Can I switch hands? Oh yeah. No. So I need the card now. Wow, that looks cool. Oh shit! No, no, no! No! Hold on, that's to me. Okay, so far, so good. I have arranged for Robert to meet us close to our objective. He can get us into the offices on the top floor of the post office, if he's in a good mood. I hope he's in a good mood. Get on that! That sure helps! Hello? Arrows in your inventory. Oh, from the. Oh, right there! I don't need this feeling.
totally forgot about that. Damn. I have to be careful. Oh. Oh, I'm not so fast. This is really not easy. Okay, how the heck? What? This is not true. So there are robots all over this place. Sounds highly irregular. Okay. Wow. Thank you.
expect a noise in there when I'm ordered. Shit. This is not really true. No. Wow! So I will take two years for this level. So the problem is I can't grab that stuff with this gun. I always have to change and then this and then... You're right, right? Right, yeah. So... what I prefer is to use the left hand to switch between the bow and the teleportation device. Okay. So then you always have your right hand free to grab stuff. Like this. Okay. Yeah. Like that. And then like also you use the inventory on the left hand. Okay. Yeah, that's right. That's right. I would try. That's just how I prefer it. No, it just takes getting used to.
Nee. I'm not fast enough for that. They are too fast for me. Crazy. You've played about 15 minutes now, or you have another 15 minutes? Okay. What was that? Oh, wow, that was close. Holy shit. That was really close. Budget Cuts 2. Nun, man möchte meinen, dass ich vielleicht irgendwie zu blöd dafür war, aber so gut wie alle, die das Spiel dort getestet haben, sind auch die ganze Zeit gestorben. Das Spiel ist im Moment noch zu schwer. Und nun, es ist natürlich die Frage, sollte man das so veröffentlichen? Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, ne, dass ein Spiel mal so schwer ist, dass du ewig viele Anläufe brauchst. Für mich persönlich ist es aber doof, weil ich halt so ungeduldig bin. Ich habe keine Lust, 24 Mal dieselbe Szene zu spielen. Wenn ihr auch so ungeduldig seid wie ich, dann könnte das ein Problem geben. Aber auf jeden Fall, es ist so cool wie Budget Cuts 1, ne? Diese Stimmung, diese Schleichstimmung ist jederzeit da. Musst mal gucken, wo die Roboter sind. Und dann kriegen die diese roten Augen. Das ist auch voll gruselig. Da musst du dich schnell verstecken und so. Gepaart mit Puzzeln und alles. Sehr, sehr cool gemacht. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß beim Zuschauen. Sobald ich weiß, was das kostet und wann das raus ist, schreibe ich es in die Kommentare rein. Wie gesagt, war auf der Gamescom. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.